Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Ich habe vorgestern das letzte Mal aufgenommen. Es ist jetzt 9.30 Uhr morgens. Ich war viel zu früh. Oh, Tanz der 1000 Boote, was ist denn das? Die Bürger Azeroths brauchen eine Auszeit. Wie wäre es mit einer Bootsfahrt in den 1000 Nadeln? Ich bin gerade 1000 Meter unter dem Meer. Ich mache keine Bootsfahrt. Was ich sagen wollte war, ich habe heute Spätdienst und ich bin ja immer noch in meiner Ausbildung zum Krankenpfleger. Ich bin in 1,5 Jahren fertig. 1, 2, 3, 4 Monaten habe ich meinen... Dann sind es nur noch 1 Jahr. Da habe ich 2 Jahre hinter mir in 4 Monaten. Dann ist nur noch 1 Jahr. Und dann bin ich ausgelernter Krankenpfleger. Da habe ich mein Examen und dergleichen. Obwohl, geschwächt. Angeschlagen durch vorherige Kämpfe. Die Hiebe des Tiefenlords sind stark geschwächt. Würde ich auch so besiegen. Was ich sagen wollte war, vielleicht muss ich auch länger machen, weil ich ziemlich oft krank war durch die OPs, die ich hatte, durch etwaige Krankheit. Mal sehen. Und was ich auch noch sagen wollte war, ich bin gerade in der Psychiatrie, in der Suchtstation, Punkt. Ich arbeite da nicht, ich bin da halt einfach. Nein, Ihr habt euer Loch also verlassen? Die Lady wird euch schon noch holen. Naja, viel Spaß dabei. Ihr seid ein nichts im tiefen Ort. Spürt die Macht der brennenden Legion. Diese Perle ist anders als alles, was ihr je gesehen habt. Sie verströmt Licht und, falls ihr euch nicht täuscht, auch mächtige Magie. Erdheiler Duan. In der Silberflutenhöhle wäre sicherlich an ihr interessiert. Ach du Kacke, was ist das für ein sicher Helm? Ich hab so Hasenohren dann. Sehr interessant. Oder ist er hässlich? Liegt in der Auge des Betrachters. Was ich sagen wollte war... Ich bin gerade auf der Suchtstation. Und damit verebben ihre Angriffe auf uns hoffentlich für eine Weile. Ich bin gerade auf der Suchtstation, auf der Psychiatrie. Und es ist sehr interessant. Es macht sehr viel Spaß, da zu arbeiten. Die ganzen Charaktere der Menschen, die du da triffst, sind unglaublich verschieden, sehr unglaublich interessant. Es macht sehr viel Spaß, dort die Biografien zu lesen, weil es doch so ist, natürlich, Alkohol ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Viele, viele Leute haben Probleme damit, auch wenn sie es nicht zugeben und auch wenn sie es sehr gut verstecken. Und es ist kein Problem, ein Problem mit Alkohol zu haben. Für viele Leute ist es immer ein Problem zuzugeben, dass man Probleme mit Alkohol hat. Natürlich ist es überhaupt schwer in unserer Gesellschaft zuzugeben, dass man Probleme hat. Aber es ist eben so, dass man doch von einer Gesellschaft als schwach angesehen wird, wenn man zum Beispiel keinen Alkohol trinken kann, weil man ja nicht die richtigen Eigenschaften dazu hat. Und diese Menschen werden nie als krank angesehen, die alkoholkrank sind. Ist doch selbst schuld, wer so viel Alkohol trinkt. Naja, nein. Ist eine Sucht. Das ist, man ist selbst schuld, wenn man sich nicht helfen lässt. Aber grundsätzlich ist man deswegen nicht selbst schuld. Ja, Hexenmeisterin. Habt ihr etwas gefunden? Was ist das? Eine Perle? Vielmehr noch nicht. Noch, glaube ich. Genau, danach habe ich gesucht. Vielen Dank, dass ihr sie mir gebracht habt. Jetzt ist mir klar, was wir tun müssen. Die Naga können diese Perle nur von einem Ort haben. Der Sphira, das uralte Schalenwesen, das außerhalb dieser Höhle ruht. Warum der Sphira sich den Nagern unterwirft, ist mir allerdings schleierhaft. Wir können durch eine kleine Röhre in der Nähe des Ausgangs dieser Höhle in der Sphiras Körper eindringen. Ich muss zuerst noch meinen Meister holen. Danach können wir uns im Inneren treffen. Wir werden der Sphira durch den nordwestlichen Eingang betreten. Yay, das werden wir doch tun, oder nicht? Annehmen. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ja, die Fortfahren. Fortfahren müssen wir fortfahren. Ach, da unten ist der Eingang, ich sehe schon. Das kleine Ohr da. Tentakelvieh.
Gut, was ich jedenfalls sagen wollte, war, dass es ja immer diese Trigger-Momente gibt, an denen jemand bemerkt, dass er süchtig ist. Oder diesen Trigger-Moment, wo er weiß, dass er aufhören muss. Es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Cool. Ich finde das Washi einfach super. Zerfetzter Lungenflügel? Ihonak! Das ist das Herz, oder? Von innen erscheint sein Körper noch größer, faszinierend. Erstaunlich! Schaut, Mensch, ich sehe Menschen und Orks und Sklavenketten, die in Esfiras Perlen abbauen. Und ich sehe Peitschennarben. Peitschenschwingende Nager. Ich muss einfach so genommen werden. Was ist das dort drüben? Sieht aus wie ein Gehirn. Friede sei. Diese Aufgabe ist genau das Richtige für euch, Duan. Ich muss mich um die Angelegenheiten draußen kümmern. Euch auch viel Glück, Mariko. Ironak vertraut diese Aufgabe mir an. Nun gut, mal sehen, was wir von der Ahnen lernen können. Das ist eine Lady. Eine riesen Schneckenlady. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Nesfira freiwillig zulässt, dass diese Nager in ihrer Schale ihr Lager aufschlagen. So wie ich das sehe, ist eines von zwei Dingen geschehen. Entweder haben sie sie überzeugt, sich ihrer Sache anzuschließen, oder sie haben sie so geschwächt, dass sie sich nicht wehren kann. Beide Möglichkeiten sind nicht gut. Hier in diesem Raum sollte ich direkt mit Nesfira kommunizieren können. Finden wir es heraus. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, Hexenmeisterin. Wir sehen. Wenn ihr mir bereit seid, dann schafft das hier. Geist des Lebens, gewährt mir eure Hilfe. Gewährt mir die Einsicht, mit diesem Wesen zu sprechen. Nichts geschieht. Etwas muss mich daran hindern, mit ihr zu sprechen. Das ist nicht so gut gelaufen. Aus irgendeinem Grund antwortet das Geschöpf mir nicht. Duan ist sichtlich frustriert. Wenn Ironak uns nur nicht verlassen hätte, er wüsste sicher, was zu tun ist. Okay. Dieses Wesen, es ist sehr alt und sehr weise. Wenn wir nur mit der Emesvira sprechen könnten, würden wir viel über Washi und die Naga erfahren. Sklavenarbeit. Ich werde ein wenig Zeit benötigen, um diese Barriere zu durchbrechen und mit der Emesvira zu kommunizieren. In der Zwischenzeit könnt ihr einigen Männern retten, die Naga-Gruben versklavt haben. Duan holt ein langes Seil aus dem Roben hervor. Mit ein langes Seil. Das wird sich eine gute Dienst leisten. Bestraft sie. Ich kann vielleicht nicht direkt mit der Emesvira kommunizieren, aber ich kann zumindest indirekt etwas spüren. Zum Beispiel fühle ich deutlich, dass Emesvira alles andere als glücklich über die Einwesenheit seit der Nager hier ist. Dann ist die Frage sinnlos, die ihr am Anfang gestellt habt. Als wir in das Viras Körper eingedrungen sind, sah ich Dutzende von Schildwachen und Verzauberinnen, die im zentralen Raum patrouillieren. Vielleicht könnt ihr das Leid der Ahnen lindern, indem ihr die ihre Zahlen verringert. Geht in gerne, gerne. Frieden. Ein kurzes Stück Seil, geeignet zum Klettern. Aha. Versteht ihr jetzt, warum ich Dings so geil finde? Washi? Man ist in einer riesigen Schnecke. Mit ihrem Herz und sowas. Voll geil. Schildwachen waren doch eigentlich immer Frauen. Warum ist das jetzt hier ein Mann? Schwachsinnig. Stirb mal jetzt. Danke. Cool Kasul. Der ist voll cool. Cool Kasul. Schreckenspirscher. Alter, wie schnell die sterben. Richtig schön. Was ich jedenfalls sagen wollte war, die Suchtstation, auf der ich bin, ist zu 90% sind die Leute freiwillig da. Und zu 20% nicht freiwillig. Oftmals ist es auch wirklich so, dass die Leute Tuka-Träger, dass die Leute dort von der Polizei zum Beispiel hingebracht werden, um auszunüchtern. Die Sache ist dann, natürlich müssen die trotzdem dann einen Tag da bleiben und dürfen erst nach dem anderen Tag gehen. Yay. Das wird ein Spaß. Das ist ein Spaß. Wir hatten mal eine Situation. Dort ist ein zurückgebliebener Mensch Alkoholiker gewesen und ist natürlich bei uns eingeliefert worden und hatte nicht so wirklich Bock,
da zu bleiben. Wurde aber von der Polizei gebracht, was bedeutet, dass er da bleiben musste. Und hat sehr, sehr rumgeschrien. Er hat die ganze Station rumgeschrien und. Und am nächsten Tag war Feiertag, das heißt, er konnte nicht mit dem Oberarzt sprechen. Der anderen Ärzte haben halt mit ihm geredet, haben gesagt, dass er einen Tag da bleiben muss. Und am Freitag würden sie dann, es war Mittwoch, am Freitag würden sie dann quasi einen Heimplatz für ihn suchen, beziehungsweise er hatte, tatsächlich habe ich in seiner Biografie gelesen, dass es, er hatte einen Heimplatz, er hat eine eigene Wohnung und er hat ein Obdachlosenheim. Also eigentlich hat er alles, was er braucht, aber er will lieber auf der Straße leben, weil, warum nicht, ne? Ja, wahrscheinlich versteht er nicht so ganz die ganze Sache mit dem Heim und man hat eigentlich alles für ihn getan, was man tun könnte und er lebt trotzdem irgendwie auf der Straße, ist ein wenig so ein bisschen sozialschmarotzermäßig drauf. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, wenn er halt so zurückgeblieben ist, weil das halt, ich weiß nicht, ob er es versteht. Er wirkte eigentlich relativ intelligent, bloß halt, dass er die ganze Zeit Alkohol trinkt und das auch nicht aufgeben wird. Jedenfalls, wie schon gesagt, dieser Mensch musste da bleiben bis Donnerstag, beziehungsweise er musste da bleiben bis Donnerstag, aber wir wollten, dass er bis Freitag da bleibt und hat sich natürlich dann Donnerstag entlassen lassen, gegen ärztlichen Rat. Eine schwierige Situation, einen, zurückgebliebenen Menschen, der eine Alkoholerkrankung hat und total rumblökt und von der Polizei gebracht wurde und das alles nicht versteht und dergleichen, ist natürlich schön, ist sehr angenehm. Der vor allen Dingen nicht da bleiben möchte, nichts versteht, was du ihm sagst, auch noch schwerhörig ist und echt nicht der angenehmste Zeitgenosse ist. Man weiß, man kann auch wirklich nichts mit diesem Menschen tun. Er ist quasi zu intelligent, beziehungsweise zu bewusstseinsklar, um in eine Unterbringung zu kommen, wo er bleiben muss. Also eine quasi geschlossene Station, weil das kann man ja halt nicht ansetzen lassen, egal wie verrückt ein Mensch ist. Solange er noch seine sich äußern kann und keine Bedrohung für andere Menschen darstellt, kann man ihn ja nicht wirklich einsperren. Das ist ja, will man ja selbst nicht. Ich glaube, ihr wollt auch nicht eingesperrt werden, wenn ihr betrunken seid. Wenn ihr euch daneben benimmt, wenn ihr betrunken seid, könnt ihr auch eingesperrt werden. Wollt ihr das? Nein. Also wird dieser Mensch auch nicht eingesperrt, schon klar. Aber trotzdem ist er noch zu klar, um halt sowas zu bekommen, aber auch zu unklar, um draußen auf der Straße zu leben oder in einem Heim oder zu Hause. Das ist eine schwierige Situation. Und deswegen lebt der Typ auf der Straße. Kommt dann immer mal wieder ins Hotel, immer mal wieder ins Krankenhaus und immer mal wieder ins Gefängnis. Und dafür muss der Staat halt auch ein bisschen aufkommen. Und ihr werdet genauso sein, wenn ihr zu viel Alkohol trinkt. Trinkt niemals Alkohol. Mögen euch die Winde. Ausgezeichnete Arbeit, Mariko. Obwohl ich fürchte, dass ich nicht annähernd so produktiv war wie ihr. Könnt ihr es fühlen? Wenn ihr nur einen Tropfen Schamanenblut in euch tragt, müsst ihr das Gefühl der Erleichterung in der Luft spüren. Nesfira ist erfreut, vielleicht spricht sie jetzt endlich mit uns. Jede Faser meines Körpers sagt mir, dass Nesfira versucht, mit mir zu sprechen. Aber ich kann sie nicht hören. Vielleicht haben die Nager etwas mit ihrer Stimme angestellt. Duran grübelt einen Moment über sie vor sich hin. Nesfiras Stimme wird vielleicht unterdrückt. Das bedeutet, dass wir eine Stimme für sie finden müssen. Ich hab's. Idrakes, Nager richten Tiefensucherkrebse als Schlachtgefährten ab. Benutzt dieses Netz, um einen Krebs zu fangen und bringt ihn mir. Wahrscheinlich findet ihr sie am äußersten Rand der Kammer. Herumkommen. Okay. Werde ich tun. Finde ich sehr komisch. Meine Kampfart ist sehr auf Zerstörung und auf Dämonenmagie und Teufelsmagie getrimmt. Bedeutet das nicht eigentlich, dass ich ihr Nesfira ziemlich wehtue mit meinem Feuer und sowas? Heißt es das nicht? Ich habe ihn einfach mitgenommen. Einfach so plopp. Du gehörst jetzt mir. Du ins Netz würdest dir das Scherenklappen auf das Minimum. Schön. Am Ende gehören sie alle mir.
Ich hoffe, dass das funktioniert. Meine Fähigkeiten als Schamane sind begrenzt. Ich fürchte, dass diese Aufgabe vielleicht zu schwer für uns ist. Duan sieht den Krebs an und unterdrückt ein Stirnrunzeln. Er sieht nicht besonders beeindruckend aus, oder? Ein ausgebildeter Schamane kann mit den vier Elementen der Erde, des Feuers, der Luft und des Wassers kommunizieren, das ist kein Geheimnis. Und natürlich das fünfte Element, Geist. Was jedoch viele nicht wissen, ist, dass es noch ein fünftes Element gibt. Ach, jetzt erzählt er davon. Dieses Element ist nicht so eindeutig definiert wie die anderen vier. Aber es hat etwas mit der Gemeinsamkeit zwischen allen Lebenden zu tun. Ich bin der Meinung, dass der Krebs als Wesen des Meeres eng genug mit der Sphäre verbunden ist. Mit ein wenig Überredungskunst der Elemente können wir ihn vielleicht dazu bringen, der Sphäre Sprache zu dienen. Lass uns mit in der Sphäre sprechen. Was geht hier vor? Könnt ihr mich hören? Ich kann euch nicht sehen, aber eure Gegenwart wahrnehmen. Sobald ich es vermag, werde ich es euch erklären. Die Nager unterdrücken meinen freien Willen. Ich kann spüren, was sie tun, aber mir fehlt die Kraft zur Gegenwehr. Sie bauen meine Perlen ab, malträtieren meinen Körper mit Schnitten und quälen meinen Geist. Ich kann förmlich spüren, wie mein Wille bricht, Fremdlinge. Sie wollen mich im Krieg anwenden. Ups, ich werde nicht das Werkzeug der Nager sein, solange ich kann. Ich werde Widerstand leisten. Ich kann es nicht von ewiger Dauer sein. Bitte, jemand muss ihnen Einhalt gebieten. Alter, eine Sphäre als Werkzeug gegen Sturmwind oder Orgrimmar, krass. Ich bin davon ausgegangen, dass die Nager nur wegen der Perlen hier sind. Nein, das ergibt deutlich mehr Sinn. Wenn sie Nesfiras Macht unter ihrer Kontrolle hätten, könnten die Nager katastrophale Schaden ausrichten. Wir müssen etwas unternehmen. Dunn schließt die Augen, hält einen Moment inne und nickt. Nesfira hat mir gerade berichtet, dass wir nicht die einzigen sind, die in dieser Schale kämpfen. Eine kleine Gruppe von Allianzlaben ist entkommen und wehrt gerade die Nager auf der anderen Seite der Scholle ab, oben auf dem Vorsprung über Nesferas Herz. Geht und findet sie, Mariko. Schaut, wie ihr sie unterstützen könnt. Mit ihrer Hilfe können wir Nesfira vielleicht aus ihrer Starre wecken. Ihr findet mich hier, falls ihr etwas braucht. Gut, wir müssen die Überlebenden der Allianz finden, aber ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn.